Hallo, hier ist Cinema-Redakteur Ralf Blau und ich möchte Ihnen jetzt den Film Sex and Crime vorstellen. Darin spielt Fabian Busch, ein Krimi-Autor, der buchstäblich über eine Leiche stolpert. Eine junge Frau, mit der er eigentlich nur eine Nacht verbringen wollte und die plötzlich tot ist. Er ruft seinen Freund, gespielt von Wotan Wilke-Möhren, zur Hilfe und gemeinsam wollen sie zunächst diese Leiche beseitigen. Doch man merkt relativ schnell, in diesem Film ist nichts, wie es scheint. Jeder spielt eine ganz andere Rolle, als man im ersten Moment vermutet. So einer dieser Filme, die eigentlich so alle paar Minuten eine komplett neue Geschichte erzählen. Es kommen weitere Figuren hinzu, neue Perspektiven. Das erinnert sehr an Guy Ritchie. Ist nicht ganz so brutal und abgründig wie die Filme des englischen Regisseurs, doch für einen deutschen Film ausgesprochen ungewöhnlich. Und wenn Sie Lust haben auf einen sehr amüsanten und makaberen Krimispaß, dann kann ich Ihnen diesen Film wirklich sehr ans Herz legen.